Bayern-Legenden beim Lederhosen-Werbedreh. Bundesliga-Pause. Die Nationalmannschaft ist spannend. Ich erwarte vom Hansi das gleiche in der Nationalmannschaft, was er bei FC Bayern gezeigt hat. Also ich lege die Latte schon hoch. Also das erwarte ich. Wir sind Deutschland, wir haben gute Spieler. Und die Spieler sind neugierig. Das wird eine spannende Geschichte, wie Hansi das Ganze angehen wird. Da sind wir natürlich, denke ich, schon alle Fußballbegeisterten in Deutschland auch gespannt auf die kommenden Monate. Und genauso geht es mir eigentlich auch. Auch Manuel Neuer ist bereit. Ich freue mich immer auf die Nationalmannschaft, aber natürlich auch auf, glaube ich, jetzt die Zukunft und auch auf das Trainerteam. Es wird auch für mich als Torwart jetzt was Neues sein, natürlich. Müller präzisiert. Man hat einfach diese Hoffnung, dass wieder ein neuer Schwung reinkommt. Ob das dann auch passiert, das wird man natürlich sehen. Aber aktuell ist auf jeden Fall, so zumindest bei mir, wenn ich da drauf schaue, eine gewisse Euphorie vorhanden. Die Legenden bleiben cool. Claudio Pizarro sieht es locker. Aber ich glaube, Deutschland wird immer Deutschland sein. Und die wird jede Wettbewerb immer dabei zu sein und immer ganz oben. Lothar Matthäus, Fazit. Wenn es der Hansi nicht schafft, dann schafft es keiner. Bleibt nur die Frage, wann trägt man Lederhose? Also geht schon so spontan ein oder andere Mal, dass man Lederhose trägt. Wenn man eingeladen wird zum Geburtstag oder Hochzeit. Das ist normal, das gehört dazu, ne, bei uns. Hast du das schon mal gemacht? Nein.